großartige Daten. Was wir erwartet haben. Weiter so. Getriebeverschleiß. Thank you.
abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Du führst das Feld an. P1. Perez liegt hinter dir. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Und wir sind vor Perez, Russell und Ocon. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:46,9. Er ist auf Rang 13. Auf Rang 5. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:54,6. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Du führst das Feld an, P1. Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also, komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen.
Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Ein Williams, Leclerc und George Russell. Was für eine Un...